Straßburg. Straßburg ist eine Stadt in Frankreich. Straßburg ist eine Stadt im Elsass. Straßburg ist eine Stadt, die am Rhein liegt. Straßburg ist eine Stadt, die lange Zeit zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehört hat und die letztlich von Ludwig XIV. Zu Frankreich dazugehört hat. Straßburg ist eine Stadt, die auch ein Sitz des Europaparlamentes ist. Weil man in Straßburg auch einfach über die Brücke gehen kann, dann ist man in Deutschland, gilt Straßburg als internationale Stadt. Und so hat Straßburg sich angeboten, auch als Sitz des Europaparlamentes. Zwar ist das der Hauptsitz Brüssel, aber es wurde bewusst auch Straßburg ausgewählt, weil Straßburg eine gewisse Symbolkraft hat. Viele Kriege zwischen Deutschland und Frankreich, eben der Krieg von Ludwig XIV., dann um Napoleon, dann 1870, 71, dann 1914, 18, 1939, 45, ging es auch darum, zu welchem Land gehört das Elsass und damit Straßburg. Und wenn man ausdrückt, Deutschland und Frankreich sind Teil von Europa, wird klar, es geht nicht mehr um Krieg zwischen England und zwischen Frankreich und Deutschland, sondern dass Straßburg Sitz des Europaparlamentes ist, auch wenn es nur ein Zweitsitz ist, soll zeigen, durch Europa soll Frieden entstehen in Europa.